Herzlich willkommen zum Marktupdate Klarschiff hier auf dem YouTube-Kanal von comdirect. Ich bin Andreas Lipko und freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, viele Fragen sind offen geblieben bei den Marktupdate-Live-Folgen am Montag 17 Uhr und am Mittwoch 14 Uhr, sprich gestern. Da habe ich nochmal ein paar Unternehmen mit reingenommen. Ich habe auch nochmal zwei Unternehmen von der gestrigen Sendung mit reingenommen, weil es da, glaube ich, von eurer Seite her Diskussionsbedarf nochmal gab, beziehungsweise nochmal einige Nachfragen kamen, die ich natürlich gerne heute beantworte. Ansonsten, wenn euch das Format gefällt, lasst einen Daumen hoch da. Wenn nicht, einen Daumen runter. Schreibt mir gerne in die Kommentarzeile rein, welche Unternehmen ich für das kommende Marktupdate-Live-Format, und zwar nicht am Montag, da ist nämlich der 1. Mai, da haben wir hier frei, sondern am Mittwoch um 14 Uhr, sprich der 3. Mai, da mitnehmen soll. Und natürlich lasst mir entsprechende Anregungen, Kritik, Wünsche, wie auch immer, für dieses Format in der Kommentarzeile da, damit ich mir diese dann entsprechend durchlesen kann und sogar gegebenenfalls umsetzen werde. Damit bin ich auch schon zumindest mit dem Intro durch. Wir gehen jetzt gleich mal in Medias Res und schauen uns das erste Unternehmen an. Und zwar sind das die Permian Basin Royalty Trust. Die hatte ich gestern schon mal vorgestellt. Ich spare mir nochmal den Chart. Da wurde gesagt, ja, das wäre eine absolut Mega-Aktie. Die Jahrhundertaktie schlechthin. Ich würde hier mit solchen Äußerungen mal vorsichtig sein, weil natürlich Unternehmen von vielen Unwägbarkeiten einfach abhängen. Was wir momentan im Rohölsektor sehen oder beziehungsweise in letzter Zeit gesehen haben, ist aufgrund der Bestrebungen von vielen Unternehmen weg von dem klassischen Erdölgeschäft hin zu erneuerbaren Energien. Da gibt es viele Auslagerungen, viele neue Konstrukte, die sich da ergeben. Die Frage ist natürlich nur, wie lange sind die entsprechend dann auch gültig, wie lange werden die in dieser Form aufrechterhalten. Und ich habe auch nicht gesagt, dass das Unternehmen jetzt schlecht ist. Ich habe halt nur nochmal darauf hingewiesen, dass es sich um einen sogenannten Express Trust handelt, der halt schon eine Sonderform ist, wo man natürlich genau drauf schauen sollte, wie dieses Konstrukt ist. Es ist also keine klassische Aktiengesellschaft, wo eben zum Beispiel Förderrechte gekauft werden. Dort werden dann wirklich mit dem Aktionärsgeld dann eben auch Pumpenanlagen bzw. Bohrungen durchgeführt und man hat halt wirklich was Greifbares, was Handhabbares im Endeffekt, sondern man hat hier im Endeffekt ein Unternehmen, was mit Wertrechten, mit Lizenzen, mit Royalties im Endeffekt handelt und dafür dann eben entsprechende Lizenzeinnahmen bekommt. Und das sollte an dieser Stelle nochmal klargestellt werden. Man hat Rechte an, ich glaube, 918 Öl und 111 Erdgasförderanlagen. Das ist eine Menge, wie gesagt, gar nicht schlecht zu reden, aber man sollte mal ein bisschen gucken, wie da, wie gesagt, die Wertrechte im Endeffekt sind, wie da das Konstrukt insgesamt ist und was man eigentlich hält. Das ist ganz wichtig. Hatte ich nämlich gerade in der Finanzmarktkrise damals 2007, 2008, da gab es auch einige böse Überraschungen, weil man gedacht hat, huch, ich habe hier einen ETF oder ich habe ein entsprechendes Anlagevehikel, die haben ja wirklich Wertrecht und dann hat sich das Ganze nur als Terminrecht bzw. Swap-Bude rausgestellt, wo man dann eben im Endeffekt nur synthetische Wertrechte hatte und das war dann nachher das Problem. Deswegen also hier mal ein bisschen gucken, das ist im Endeffekt nur mal der kleine Hinweis am Rande. Wenn man da investieren will, muss man das natürlich selber wissen. Das zweite Unternehmen war die Kinetic Group. Da hat jemand reingeschrieben, dass das ein IT-Sicherheits- und Cyber-Security-Unternehmen ist, also im weitesten Sinne ein Software-Unternehmen. Das stimmt leider so nicht. Ich will jetzt hier auch gar keine Diskussion darüber anfangen. Im Endeffekt ist es tatsächlich ein Rüstungskonzern. Die stellen zum Beispiel über Tochtergesellschaften Militärflugzeuge her, die stellen Militärroboter her, also wirklich ist im weitesten Sinne wirklich ein Rüstungskonzern, sind im Übrigen aus dem englischen Verteidigungsministerium privatisiert worden, Defense Evolution and Research Agency hießen die, DERA, und daraus ist das Forschungslabor, also ist das Forschungslabor des britischen Verteidigungsministeriums, daraus sind die entstanden und haben dann im Endeffekt viele, viele Arme in verschiedenen Bereichen rein. In den USA hat man zum Beispiel das Rüstungsunternehmen Foster Miller im Besitz, man hat in Deutschland auch einige Beteiligungen in GmbHs, die im Militärbereich unterwegs sind und man macht natürlich auch im IT, im Cyber Security Sektor, das ist richtig, aber es ist halt wirklich keine Cyber Security Aktie, sondern im weitesten Sinne ein Rüstungskonzern, ein Rüstungsunternehmen, so ist zumindest mal die Einkategorisierung und das natürlich auch nicht von irgendwoher, sondern eben aufgrund der Aktivitäten, die man eben im Bereich der Militärroboter, im Bereich der Flugzeugtechnik, im militärischen Bereich hat und halt in vielen anderen Bereichen auch. Also das an dieser Stelle auch nochmal klargestellt. Ansonsten gehe ich jetzt schon auf das erste neue Unternehmen ein. Das sind die ABB, die Asea Brown Bovary. Ein ganz spannendes Unternehmen, ein Mischkonzern, der sich im Energie- und Automatisierungsbereich tummelt und hier lange Zeit auch so ein bisschen verschmäht wurde. Man konnte mit dem Konzern aufgrund des Gemischtwarenstruktur bzw. Charakters wenig anfangen. Das sieht man hier vor der Covid-19-Pandemie, gehörten die Aktien wirklich eher
Ja, so ein bisschen, ja, an der Seitenlinie viele Konzerne. Das war so ein bisschen dieser Siemens-Charakter, den man hat. Das sieht man hier sehr schön. Man konnte da halt wenig mit anfangen. Also die haben halt wirklich, ABB war in allen Bereichen, in der Bahntechnik, im Kraftwerkbau, also überall tätig, so wie Siemens. Da hatte man halt einige Teile ausgegliedert, hat im Endeffekt dann viele Konzernteile auch verkauft, separiert und so weiter und so weiter. Und hat sich jetzt eben ganz stark auf dem Energie- und Automatisierungsprozessen eben im Endeffekt fokussiert. Es ist ein schwedisch-schweizerischer Mischkonzern, die aus der ACEA und der BBC entstanden sind, 1988, also schon etliche Jahre her. Und das ist so ein bisschen die aktuelle Gemengelage. Man hat eben durch die Destrukturierung genau das erreicht, was eben auch Siemens erreicht hatte. Das heißt, eine klare Fokussierung, was sehr, sehr gut ist. Man hat die letzten Zahlen, die vorgelegt wurden, waren durchaus sehenswert, ein zweistelliges Wachstum. Wurde rauskristallisiert und das war eine Umsatzsteigerung von 13% auf 7,86 Milliarden US-Dollar konnte damit erzielt werden. Das war natürlich dahingehend auch eine Überraschung, weil viele Analysten einfach im Vorfeld nicht so genau wussten, wie eben gerade die sogenannten spätzyklischen Produkte und Prozesstechniken im Markt angenommen werden. Wir haben ja genau die Problematik gehabt, die Lieferkettenstörungen haben natürlich dafür Sorge getragen, dass viele Unternehmen entsprechend ihre Produkte nicht produzieren konnten, dahingehend dann natürlich auch vieles verlagert und verzögert hat und dann natürlich die Frage ist, ob eben genau die Technologie und natürlich auch die Dienstleistung von ABB in dieser Form dann abgerufen wird. Das Ganze hat sich natürlich auch mit dem Auflösen der Lieferkettenproblematik tatsächlich gebessert und demzufolge die Aktien von ABB profitiert. Ich denke, ABB ist ein interessanter Konzern, eben wenn man eben ja, spät, also einen zyklischen Wert, klar, aber eher aus dem defensiven Bereich haben will. Das heißt, man hat also hier eine klare Fokussierung eben in diesen Bereichen der Energie- und Automatisierungstechnik. Und man hat natürlich dadurch die Möglichkeit, nicht so einen stark zyklischen Wert, sondern wie gesagt, eher einen Spätzykliker zu holen. Das bedeutet, der startet dann durch, wenn die Konjunktur bereits am Laufen beginnt. Das heißt, die ersten, was wir ja auch teilweise jetzt angenommen haben, und sozusagen in dieser Spätphase dann eben die Waren und Dienstleistungen entsprechend abgerufen werden, die dann sozusagen als Versatz bei der zweiten Konjunkturerholungsphase im Endeffekt abgerufen werden. Und da ist ABB ein klassisches Investment für. Also ich finde es interessant, für mich auch so ein bisschen Basisinvestment-Charakter, wenn man im Langfristig unterwegs ist. Man sieht, ich kann euch den Chart nochmal einblenden. Klar, die Zyklik ist nicht zu verleugnen, aber insgesamt sieht man schon, das darf man nicht vergessen, das ist jetzt ein Zeitraum von fast 30 Jahren, dass man halt immer wieder auch eine Solidität drin findet und das natürlich untermauert wird durch eine eigentlich sehr relativ ansehnliche und gute Dividendenpolitik, die eben auch gefahren wird. Also von daher eigentlich schon ein interessanter Konzern. Bleiben wir gleich in der Schweiz, gehen aber in eine andere Branche zurück, in die BB Biotech. Die hatten wir vor einiger Zeit auch schon mal ein Beteiligungsunternehmen aus dem Biotechnologiebereich. Und da sieht man wieder, wie schwierig es momentan für Beteiligungsunternehmen insgesamt ist. Die BB Biotech würde ich aber jetzt nicht prinzipiell in so einem klassischen Industriebeteiligungsunternehmen Bereich oder Sektor reintun, sondern man ist natürlich hier schon sehr speziell. Eigentlich eher hat man so ein bisschen diesen, ich sage jetzt mal, Fondscharakter natürlich, weil man eben sehr stark im Biotechnologiebereich unterwegs ist. Und das ist noch so ein bisschen eine Loslösung von den konjunkturellen Ereignissen. Macht es dahingehend auch schwer, das zu verstehen, weil normale Beteiligungsgesellschaften, jetzt haben momentan zwei Probleme. Die konjunkturelle Problematik, die einfach dafür Sorge trägt, dass viele Beteiligungsunternehmen aus dem Portfolio nicht so richtig in die Puschen kommen. Das zweite ist, dass oftmals eben Beteiligungskäufe kreditfinanziert werden. Die Zinsen steigen momentan, das heißt, die Kreditrefinanzierung wird dann teurer und das drückt halt nochmal zusätzlich. Deswegen bin ich da momentan kein großer Freund von Beteiligungsunternehmen, die im Industriebereich unterwegs sind oder im Dienstleistungsbereich. Bei der BB Biotech fällt dieser konjunkturelle Part erstmal weg, weil man in Biotechnologie eigentlich losgelöst ist. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Unternehmen natürlich an Krebsmedikamenten forscht, dann wird nicht dann derjenige sagen, hey, Moment mal, wir stoppen jetzt, weil die Konjunktur gerade schlecht läuft, sondern diese Forschungsaktivitäten werden weiterentwickelt. Auch wenn das Präparat dann zum Beispiel erfolgreich ist, wird das natürlich entsprechend abgerufen und da wird kein Patient sagen, ich kaufe mir das Präparat jetzt nicht, es geht hier um mein Leben, weil die Konjunktur schlecht läuft. Also das jetzt mal ein bisschen salopp formuliert, aber so kann man das tatsächlich sehen. Nichtsdestotrotz wirken momentan zwei Mechanismen auf BB Biotech, die eher von der Kapitalfinanzmarktseite kommen. Wir gucken uns mal den Chart an. Zum einen natürlich das Zinsumfeld. Klar, das belastet auch BB Biotech als Beteiligungsunternehmen, weil man ja natürlich dann zukünftige Investments entsprechend dann auch teilweise über Kreditaufnahme finanziert. Und das zweite ist natürlich der Punkt, dass das allgemeine Marktumfeld gerade nicht wirklich positiv gestimmt für kleine und mittelständische Unternehmen ist. Das heißt also, die mittelgroßen Unternehmen sind eher momentan nicht so gefragt. Und das führt einfach dazu, dass der Gesamtsektor eben sinkt. Also wir haben es bei vielen Bereichen gesehen,
aus dem kleineren Biotechnologiesektorbereich, den wir hier öfters auch mal hatten. Ob es jetzt zum Beispiel gestern eine Amyris als Beispiel ist oder eben auch eine Ginkgo oder was weiß ich, wie die alle heißen, Coherus. Das sind alles Unternehmen, wo man einfach sieht, dass der Kurs rückläufig ist. Und wenn natürlich ein großes Beteiligungsunternehmen lauter solche Unternehmen im Portfolio hat, muss eine Wertkorrektur erfolgen. Die ist auch erfolgt. Das heißt, das Beteiligungsunternehmen BB Biotech musste halt entsprechende Verluste hinnehmen, hat 254 Millionen Schweizer Franken als Verlust ausgewiesen. Und das ist natürlich genau der Tatsache geschuldet gewesen, weil einfach Korrekturen auf das Bestandsportfolio eben gemacht werden mussten. Wir haben Kursrückgänge zum Beispiel bei Moderna und andere Aktien gesehen, die halt auch sehr große Bestandteile eben von BB Biotech sind im Portfolio. Und da ist halt die Kurskorrektur drinne. Insgesamt halt die Widerstandsfähigkeit der Kapitalmärkte treibt zumindest so ein bisschen auch Sorgenfalten natürlich bei dem Management von dem Unternehmen, beziehungsweise auch den Anlegern auf die Stirn, sodass die natürlich dann gucken, okay, hey, wir gehen eher in größere Unternehmen direkt rein, zum Beispiel eine Amgen, Biogen oder eine Merck oder eine Merck halt, je nachdem, ob man die amerikanische deutsche Gesellschaft nimmt und positioniert sich eher bei diesen großen Unternehmen. Das ist halt momentan so ein bisschen der Punkt, natürlich auch insgesamt die Mittelzuflüsse generell in den Biotechnologiesektor momentan rückläufig. Das heißt, viele Investoren gehen eben eher in die Technologie. Ob sie Apple, Amazon, Meta, Alphabet, Microsoft sind, da geht momentan das Geld hin, weil man sagt, wir haben konjunkturunabhängigere Technologiekonzerne, globalisiert, also supranationale Unternehmen, die überall sozusagen positioniert sind und dadurch ein besseres Chance-Risiko-Charakter haben als jetzt ein Unternehmen, was ganz dezidiert im Bereich der Biotechnologie unterwegs ist. Nichtsdestotrotz, ich will die Aktie nicht schlecht reden, das ist sicherlich interessant, wenn man so eine kleine Depotbeimischung braucht oder will, im Bereich der Biotechnologie sich aber nicht zu stark da reinfräsen will, dann kann man sich auch solche Unternehmen durchaus mal auf die Agenda nehmen. Man muss halt damit leben, dass man immer wieder auch diese Zykliken hat. Das ist klar, das ist der Charakter einer Beteiligungsgesellschaft und den kann man hier ganz klar nicht wegdiskutieren. Wir gucken uns mal den Kurschart auch ein bisschen länger an. Das ist jetzt der 5-Jahres-Zeitraum. Langfristig sieht man das ebenfalls. Ihr seht hier, dass selbst in diesen Phasen immer wieder diese Korrekturphasen zu sehen sind und das ist halt ganz normal. Wir haben natürlich dann vor kurzem, beziehungsweise in den letzten Jahren, die Sonderkonjunktur durch die Covid-19-Pandemie gesehen. Die hat natürlich dann der BB Biotech nochmal so ein bisschen zusätzlichen Drive gegeben. So, das nächste Unternehmen, CTS Eventim, auch interessant. Wenn man es so will, Digitalisierungsvorreiter im Bereich der Konzertticketverkauf. Wer sich noch daran erinnert, vor ja, 15, 20 Jahren musste man tatsächlich noch zu Zeitungsläden oder zu so einen Konzertkassen gehen, hat dort ein entsprechendes Ticket geholt. Wenn man Pech hatte, hatten die das nicht mehr. Dann musste man zu etlichen Konzertkassen gehen, gucken, ob die dann im Endeffekt dort noch Karten für bestimmte Konzerte hatten. Und das war natürlich ein enormer Zeitaufwand. Das Ganze hat sich geändert. CTS Eventim ist hier ein Vorreiter. Man hat das Ganze digitalisiert. Man ist sozusagen in der Lage, online sowohl an den Verkaufsstellen direkt über ein größeres Kontingent so zu verfügen und kann dann damit natürlich auch wirklich einen Mehrwert an den Kunden liefern. Mega interessantes Konzept, ist aufgegangen, sehen wir uns gleich im Chart an. Und es hat natürlich durch die Covid-19-Pandemie in den Jahren 2022 doch unter sehr, sehr starken Stress gekommen, weil natürlich viele Konzerte ausgefallen sind. Das heißt, CTS Eventim hatte natürlich überhaupt keine Geschäftsgrundlage dahingehend mehr so richtig gehabt und das war da so ein bisschen das generelle Problem. Hat sich aber ganz gut erholt. Wir haben es jetzt gesehen, hier auch gerade in 2023 ist natürlich ordentlich nochmal durchgestartet worden. Man sieht es hier im Chart eben und ich denke, die Ausgangssituation ist nicht schlecht. Wir gucken uns mal langfristig das Bild an. Das ist, was ich meine. Man sieht also hier wirklich genau diesen Supertrend und das ist genau wichtig, auch an den Börsen immer, wenn man also merkt, wie so ein Unternehmen CTS Eventim, da muss man langfristig denken, weil dieser Paradigmenwechsel, der reinkommt, der entfaltet richtig den Hebel erst in einer späteren Phase. Das heißt, na klar freut sich ein Anleger, der vielleicht hier in diesem Bereich bei umgerechnet irgendwie 20, 30 oder 2, 3 Euro eingestiegen ist, dann über Kursgewinne ein Jahr später von 3,40 €. Plus wenn man jetzt sieht, dass die Aktien teilweise bis auf 70 € angestiegen sind und vom Low dann eben gesehen sich halt hier wirklich fast, ja, kann man sagen, verhundert, vertausendfacht haben, ist das natürlich mega, mega interessant. Und da genau das sind ja auch die Stories, bei 5 vor 350-facht haben. Das sind ja im Endeffekt die Stories, die man als Aktionär haben will. Und deswegen ist es halt ganz wichtig, wenn man eben sieht, dass eben hier ein ganz klarer Paradigmenwechsel, ein ganz klarer Userwechsel im Endeffekt stattfindet, also Prozesse sich komplett ändern, dann muss man solche Unternehmen lange halten. Das gilt im Endeffekt auch für Apple, die auch dann diese Neuerungen gebracht haben und etliche andere große Technologie-Innovationsunternehmen, die eben genau diese ganze
Technik im Endeffekt im Vordergrund gebracht haben. So, gucken wir uns das nächste Unternehmen an. Und zwar die Umbrella. Das ist nicht etwa der Umbrella, der englische Regenschirm, sondern Umbrella ist ein kalifornisches Fabless-Halbleiter-Designunternehmen, das sich auf Low Power, High Definition und Ultra HD-Videokomprimierung, Bildverarbeitung und Computer Vision-Prozessen konzentriert hat. Das hört sich halt alles hochtrabend an, nichts, aber man kann es eigentlich kurz sagen, das ist halt ein Designunternehmen, was sozusagen für die Bildverarbeitung im Videobereich zuständig ist, dort einige Programme bzw. dann auch Technologien entwickelt hat, die entsprechend Anwendung gefunden haben. Insbesondere hier sieht man das halt 2021 sind halt diese Technologien sehr stark nachgefragt worden. Die Auftragsbücher waren voll. Was wir natürlich auch hier wieder sehen, ist, dass wir einen Umsatzrückgang gesehen haben und vor allen Dingen auch einen schwachen Ausblick. Hat vielen Investoren nicht wirklich gefallen. Aber das sieht man eben natürlich auch wieder die klassischen Nachwehen von den bereits ganz, ganz oft von mir beschriebenen Basiseffekten. Das heißt, gerade diese Effekte hier, diese Übertreibung in 2021 spiegelt sich oder strahlt dann noch in 2022 ab und zwar negativ und hat natürlich dann eben die Frage bei Analysten natürlich auch, wann egalisiert sich das Ganze? Wann sind wir wieder auf einem normalen Niveau zurückgekehrt, wo man sagen kann, okay, die vier Aktien sind dahingehend gut gepreist, weil die Gewinn- und die Umsatzsituation sich dann tatsächlich einpendelt. Und genau in dieser Phase befinden wir uns gerade. Das Unternehmen nicht unbedingt uninteressant, relativ ambitioniert bewertet mit einem 36er KGV, muss ich sagen, im Peer Group, also in Vergleichsgruppe, nicht unbedingt günstig. Hier würde ich die nächsten Quartalzahlen ganz einfach abwarten. Sicherlich interessant. Ein bisschen für Verstimmung hat gesorgt, dass die Marge rückläufig war. Immerhin liegt sie noch bei 59,6%, das ist ordentlich. Vorher lag sie aber bei 53,5 bzw. 62,2%. Und deswegen sind da Analysten ein bisschen vorsichtig, weil man eben hier die Gefahr sieht, dass sozusagen die Kosten einfach weglaufen, dass man also hier die Kostensituation bei dem Unternehmen erstmal wieder in den Griff bekommen muss. Nichtsdestotrotz, alles, was um 60% Marge ist, natürlich schon mega. Und das kommt natürlich genau daher, weil man eben in diesem Design bzw. eher in den Technologiecharakter unterwegs ist, wo man weniger produziert als mehr Design. Und das ist halt eine Dienstleistung, die eben sehr wenig Kosten eigentlich produziert. Und demzufolge ist das Unternehmen schon interessant, aber ich würde mir die nächsten Zahlen tatsächlich erstmal ansehen. Gucken wir uns mal BASF an. Die hatten ja in den letzten beiden Wochen schon Zahlen vorgelegt, beziehungsweise den Vorausgucker gemacht, haben heute die finalisierten Zahlen vorgelegt. Und wir sehen halt ein Unternehmen, was halt sozusagen nochmal den eher vorsichtigen Ausblick auch bestätigt hat, beziehungsweise haben wir natürlich hier die Situation, dass einfach genau die momentan eher unsichere konjunkturelle Situation sich komplett bei den Aktien von BASF entlädt. Und das ist halt auch ganz klassisch, das sieht man öfters mal. Ich mache mal den Langfristchart rein. Genau in solchen Phasen, wenn denn eben Unwägbarkeiten sind, wie jetzt hier zum Beispiel 2000 bis 2003, da war es eben ebenfalls so, dass hier natürlich dann eben die Aktien rückläufig waren, auch das Ganze sich mal über mehrere Jahre hinwegziehen kann. Wir haben das Ganze 2007, 2008 nach dem Finanzmarktcrash gesehen und so weiter. Also ist das Ganze hier immer wieder zu sehen, auch bei der Finanzmarktkrise und so weiter. Also immer, wenn es im Endeffekt in der Konjunktur hier natürlich auch bei Covid-19, dann mit dem Ukraine-Krieg und so weiter, immer wenn die Konjunktur sozusagen eher stark ins Schwanken kommt, dann wären natürlich auch die Aktien von BASF davon betroffen. Nichtsdestotrotz muss man das Ganze sich halt auch langfristig ansehen. Und da sieht man, dass, wenn man hier so Median durchlegt, natürlich der Trend erstmal auch weiterhin positiv ist. Das heißt, wir haben Europas größten Chemiekonzern. Das ist erstmal unumwunden so. Da braucht man gar nicht lange rumlamentieren und diskutieren. Und wird auch ein Nutznießer wieder sein. Man muss halt nur sehen, natürlich, dass man hier selber für sich feststellt, wie viel Risiko möchte ich eingehen, wie lange halte ich das Unternehmen? Was ist vor allen Dingen meine Strategie? Möchte ich vielleicht eher auf die Dividendenrendite abzielen? Habe ich ein Langfristinvestment, wo ich wirklich sage, ich will die 5 oder 10 Jahre halten? Das sind alles Dinge, die muss man da einfach mit in eine Erwägung ziehen, weil es ist eben ein zyklisches Unternehmen. Wir haben hier keine Growth-Aktie, die irgendwie eine Apple oder sowas eben so oder wie eben auch eine CTS Event aus meiner Sicht heraus sozusagen also so einen uniken Trend verfolgen kann, sondern wir haben hier einen großen quasi Mischchemiekonzern, der in vielen Bereichen unterwegs ist, im Pflanzenschutz, im Lösemittelbereich, in der Pharmazie und so weiter, überall, die natürlich Standbeine hat. Und wenn dort dann eben einige Bereiche nicht so gut laufen, dann können die vielleicht von anderen Teilen aufgefangen werden, manchmal dann nicht, je nachdem, wie die konjunkturelle Lage natürlich insgesamt ist. Aber man merkt schon, es ist eben ein Seismograph über die Gesamtsituation der konjunkturellen Entwicklung und zwar nicht nur in Europa, sondern natürlich auch weltweit. Also auch nach China wird viel exportiert, nach Amerika. Und so weiter und so weiter. Und das ist im Endeffekt der Punkt. Das muss man wissen. Und demzufolge sollte man hier dann eben auch einen langfristigen Horizont eher an den Tag legen. Das nächste Unternehmen, die Philips, auch so ein kleiner Überraschungskandidat.
Hat nichts mit meinen ehemaligen Kollegen hier zu tun, sondern ist ja Philips, der niederländische Technologiekonzern und eher im Medizinspartenbereich unterwegs. Und wir hatten hier einige sehr unschöne Ereignisse gehabt. Philips hat ja hier wirklich nacheinander eine Gewinnwarnung nach der anderen rausgeknallt. Zu guter Letzt dann vor kurzem dieser Schreckmomentum, dass eben die Beatmungsgeräte in den USA nicht richtig funktioniert haben, da eine Sammelklage anhängig waren. Wo man da Rechtsstreitigkeiten hat. Und da sind natürlich vielen böse Erinnerungen in den Kopf gekommen an zum Beispiel Bayer oder 3M. Die kämpfen ja momentan dahingehend auch ihren Kampf rechtlich aus. Und demzufolge sind die Philips-Aktien da so ein bisschen in ein Momentum reingekommen, wo man eben doch eher abwartend war. Jetzt hat man eben die Zahlen vorgelegt und es zeigte sich zumindest mal, dass man hier ein gutes Momentum aufnehmen konnte. Gerade auch die Diagnostiksparte in China hat eine neue Dynamik bekommen. Auch die verbesserte Situation bei den Lieferketten, was ich bei ABB auch schon beschrieben hatte, sorgt natürlich auch bei Philips dafür, dass jetzt endlich die Aufträge abgearbeitet werden können und so weiter. Damit konnte der Umsatz zumindest mal im Vergleich zum Vorjahr um 6% auf 4,2 Milliarden angezogen werden. Und hier hatten Analysten nur mit 2% gerechnet. Also es könnte sich so eine kleine Trendumkehr abzeichnen, wobei man sehen muss, hier ist ganz wichtig, wie gesagt, die Sammelklage in den USA gegen Philips soll mit einer Zahlung, oder zumindest hat Philips vor, 575 Millionen Euro eben für eine mögliche Beilegung der Sammelklagen in den USA im Endeffekt zur Verfügung zu stellen, beziehungsweise hat Rückstellungen gebildet. Und da sind natürlich Analysten und Investoren erleichtert, dass man eben jetzt hier schon mal ungefähr beziffern kann, um was für eine Größenordnung es sich handelt. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, der sollten die Klagen tatsächlich durch diesen Vergleich entsprechend beigelegt werden, dann kann natürlich hier auch so eine Art Deckel erstmal wegfliegen. Das heißt, dann könnte Philips tatsächlich eher auch wieder in Richtung Kursnorm weiter steigen. Die Zahlen von Philips waren im Übrigen auch einer der großen Kurstreiber für Siemens Healthineers vor 2, 3 Tagen. Da hatten wir auch eine Frage, ich glaube am Montag war es genau. Und dadurch, dass Philips eben so gute Zahlen vorgelegt hat, hat das Ganze natürlich direkt auf die Siemens Healthineers, also auf die Siemens-Tochter Healthineers, abgestrahlt, auch aus dem Medizintechnikbereich und demzufolge die Aktien dann eben zum Wochenbeginn im DAX im Plus. Also Philips dahingehend interessant. Ich würde hier auch nochmal gucken, wie ist die ganze Gemengelage um die Klage in den USA. Ansonsten sehe ich Medizintechnikaktien kommend für die 3 bis 5 Jahre auf jeden Fall gut positioniert und eigentlich sehr relativ aussichtsreich. Das nächste Unternehmen, die französische Total Energy. Und hier sieht man eben auch, das ist zwar ein Konzern, der sich mitten im Wandel hin zu einem regenerativen Energiekonzern gewandelt hat, aber der nichtsdestotrotz noch einen sehr, sehr hohen Anteil an Raffinationen und chemischen Produkten eben aus dem Petrobereich, also sprich aus dem Erdölbereich hat. Und da drückt momentan so ein bisschen die niedrigen oder beziehungsweise die stagnierenden Ölpreise und Gaspreise eben doch auf die Notierungen des Unternehmens. Nichtsdestotrotz, ich finde den Laden, ich finde das Unternehmen interessant, mir gefällt die Strategie, man hat eine schöne Equity-Story, die dahinter steht, man ist halt auch in vielen Bereichen unterwegs, sowohl in der Spezialchemie als auch im Vertrieb natürlich von den Erdölprodukten. Wie gesagt, die Umwandlung, die Raffination entsprechend von den Produkten und das ist natürlich äußerst spannend, zumal eben auch die Transformation hin zum Energiekonzern tatsächlich langsam beginnt. Die Stromerzeugung an sich nimmt bereits 17, 18% des Gesamtumsatzes ein. Also ist man schon auf dem guten Weg, sozusagen das eigentliche Erdölgeschäft doch relativ stark kompensieren zu können. Also den Wegfall immer noch knapp 45,9% fallen in diesem Bereich an. Dann ist die Herstellung von, wie gesagt, Strom durch zum Beispiel regenerative Energie und durch Gas beträgt momentan 18,5%. Schwerpunkt natürlich der Aktivitäten liegt in Europa und in Frankreich mit Pi mal Daumen gut 60, 65 bis 70%. Der Rest wird in Nordamerika mit 13 beziehungsweise dann in Asien und so weiter, Afrika mit fast 25% gemacht. Also der Schwerpunkt ganz klar auf Europa ist natürlich auch spannend für eben für Aktionäre, die sagen, hey, ich möchte einen europäischen Energie- und Erdölkonzern haben, der sich im Wandel befindet. Ich finde die TotalEnergies nach wie vor total gut. Ha, was für ein Wortspiel. Und von daher würde ich die Aktien zumindest mal langfristig weiter im Depot halten. Ordentliche Dividendenrendite, eine Bewertung, die okay ist für einen Erdölkonzern, beziehungsweise dann natürlich auch für einen zukünftigen regenerativen Energiekonzern. Und genau die Story würde ich auch spielen. Das heißt, den sukzessiven Wandel weg von dem Erdöl hin zu den erneuerbaren Energien, das ist aus meiner Sicht daraus die Story bei TotalEnergies. So, damit bin ich durch. Ich hoffe, euer Unternehmen war dabei. Nicht verzweifelt sein. Andere Unternehmen, die heute nicht dran gekommen sind, kommen am kommenden Mittwoch dran.
Ich wünsche euch schon mal ein schönes, langes Wochenende. Genießt den Montag, den hoffentlich alle von euch frei haben. Wer nicht frei hat, vielen Dank, dass ihr arbeitet, damit die Wirtschaft hier weiterläuft, beziehungsweise vielleicht jemand, der auch von euch Arzt, Feuerwehrmann, Feuerwehrfrau, Polizist, wie auch immer ist. Dahingehend nochmal vielen Dank an dieser Stelle, weil ihr am Montag in Dienst muss. Und ansonsten natürlich wünsche ich euch alles Gute. Ihr könnt morgen auch nochmal den Börsen-Podcast Come On natürlich hören. Den werde ich morgen entsprechend produzieren. Habt ihr was fürs lange Wochenende? Ansonsten nächsten Mittwoch bin ich wieder für euch da. Schreibt mir gerne eure Fragen zu den Unternehmen unten in die Kommentarzeile rein. Ich nehme die dann für die nächste Woche mit. Alles Gute, bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.